Unfall mit Brandfolge auf dem Gelände eines Reifenlagers. Mehrere Personen sind verletzt. Bergen und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Löschen Sie die Brände und verhindern Sie, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausweitet. Achtung! Starke Rauchentwicklung durch brennende Reifen. Achten Sie auf die Unversehrtheit Ihrer Einsatzkräfte, vor allem in geschlossenen Gebäuden. Also, die Brände im Einsatzgebiet weiten sich aus. Fordern Sie ein Großraumtankfahrzeug an. Das ist das hier. Ich würde sagen, da machen wir einfach mal 3 normal und 3 mit Atemschutz. Jawohl. So, wir haben 3 Verletzte. Bedeutet, wir brauchen 3 Rettungswagen. Die können wir ja einfach mal hierher schicken. Dann schicken wir sie hin. Schicken wir sie hier und dann sind sie nicht im Weg, falls wir noch mehr Personal bräuchten. Was hat denn der alles drin? Der hat Feuerwehraxt, Feuerwehrlöscher und Schlauch. Ich glaube, das reicht. Dann brauchen wir keinen Rüstwagen. Aber einfach der Vollständigkeit halber würde ich eigentlich sagen, dass wir nochmal einen Rüstwagen hinterher schicken. Obwohl, nö. Pass auf. Wir brauchen nochmal einen Rüstwagen mit Atemschutz. Den schicken wir hier hin. Ja. So, das Besondere am Großraumtankfahrzeug ist, wir können an diesem Fahrzeug 4 Feuerwehrschläuche anbringen. Brauchen dafür also keinen. Ups. Keinen Schlauch mehr. Und wir müssen aufpassen, die Brände sind heiß, unser Fahrzeug ist fast geschmolzen. So, jetzt hole ich nochmal kurz den mit dem Atemschutz hier noch mit raus. Der soll mal die Person hier rausbringen, damit die sich drum kümmern können. So, die schießen jetzt da ihre Schläuche an. Kümmern sich jetzt um die Brände, hoffentlich. Den schicken wir hier hin. So. Einer könnte eigentlich schon mal anfangen, hier auch die Reifen zu kühlen. So, hier haben wir nochmal 3 Stück. Einer bekommt jetzt von mir mal eine Axt. Und der Rest geht so mit rein. So, wir drehen jetzt das Gebäude. Und weil wir sehen ja, dass es da drin brennt. Das heißt, da drin könnte auch Rauchentwicklung sein. Deswegen habe ich sie mit Atemschutz ausgerüstet. Einfach um vorzusorgen. So, der Sanitäter konnte nicht aussteigen. So, jetzt tue sie mal da unten hinlegen. So, hier drinnen raucht's. Sehen wir ja. Ne? Dann gucken wir mal da drin. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Es könnte sich noch jemand in den Räumen befinden. Kein Problem. Und hier müssen wir aufpassen. Es sind auch noch mal ein paar Gasflaschen. Die tun wir jetzt einfach mal raus hier, bevor das noch schlimmer wird hier. So, du brauchst die jetzt nicht mehr. Die kannst du wieder ablegen. Und dann holen wir die 2 Personen da raus. Damit die sich wieder drum kümmern können hier. Unsere Notärzte. So, währenddessen. Du kannst deinen Schlauch auch anbringen, mein Freund. So. Du hast auch Atemschutz, gell? Genau. Dann holst du dir jetzt mal einen Feuerlöscher. Wir tun währenddessen mit ihm hier die Gasflaschen raus. So. Einmal. Zweimal. Das Spiel laggt. Was ist jetzt los? Krieg dich wieder, Spiel. Bitte. Was ist denn los? Komm schon, das Spiel wird doch jetzt nicht überfordert sein. Ich meine, hallo? Jetzt hat er sich wieder gefangen, gut. Obwohl, nee, irgendwie nicht so ganz. Holt euch mal auch nochmal ein paar Schläuche. Ja, ihr wisst, was ich meine. Feuerlöscher, nicht Feuerwehrschläuche. Ja, hallo. Das hier sollt ihr abholen. Seid ihr Beschugge? Mensch. So, den können wir schon abholen. Jetzt habe ich gerade noch gesehen. Wie sieht's mit denen aus? Die sind auch schon fast fertig. Gut. Dann dürft ihr heim. Ja, ist in Arbeit. Wie sieht's mit ihr aus? Auch gut. Dann haben wir wenigstens die schon fertig. Dann müssen wir uns nur noch um die Brände kümmern. Auf dem Weg. Ja. Irgendwie
Die Framerate will gerade nicht. Kann das sein? Vielleicht ist einfach gerade zu viel los. Können wir die mal heimschicken? Vielleicht funktioniert es dann wieder einigermaßen. So, ihr geht jetzt auch mit da rein. Welcher ist denn gerade am nächsten? Der hier. Guck mal, ob du da hinten hinkommst. Mit dem Schlauch. Kommt halt drauf an, ob das Fahrzeug nah genug ist oder ob der Schlauch reicht. Alle Opfer sind abtransportiert. Gut. Jetzt ist auch wieder flüssiger. So. Das Problem ist, das Gebäude brennt nämlich von innen. Deswegen kann da außen das leider nicht so viel bringen. Guckt mal, Leute, da brennen schon wieder die Reifen. So, du kannst dir theoretisch auch jetzt einen abholen. Ja, die Feuerlöscher sind laut, ich weiß. Lösch mal da hinten die Reifen. Kriegt eh gleich Verstärkung. Schick schon den nächsten mit rein. Was man natürlich auch machen kann, man kann auch Gegenstände kühlen. Das machen wir jetzt mal mit den Reifen hier. Damit die nicht wieder anfangen können zu brennen, kann man nämlich Sachen kühlen. So, und jetzt stockt schon wieder. Sag mal, was ist denn los? Verstehe ich nicht. So ressourcenfressend kann das Spiel eigentlich nicht sein. Boah, Alter, das ist irgendwie hässlich. Das ist ziemlich hässlich. Der hat manchmal solche Ruckler und dann geht's wieder. Liegt vielleicht an Fraps, das kann sein. So, da drin sind jetzt die Brände gelöscht. Du kannst auch noch mithelfen. Steh nicht so voll rum. So, wir gehen mal ein bisschen hier weg. Jetzt löschen ja alle. Damit es nicht so laut für euch ist. Drin ist gelöscht. Jetzt muss eigentlich nur noch von außen gelöscht werden. Nochmal. Nee, es ist alles löscht. Jetzt muss eigentlich. Das kann halt ein bisschen dauern. Pass mal auf. Einer davon tut doch gerade die Sachen kühlen. So. Ja, toll. Boah, Alter, das ist viel zu laut. Ich muss hier mal kurz weg. Sonst könnt ihr euch das ja gar nicht anhören. Angucken. Die stehen halt da drin und ja. So, jetzt kommt schon. Das Feuer muss doch jetzt gleich wieder aus sein hier. Oder brennt es hier noch irgendwo? Nö, eigentlich nicht. Probieren wir es mal so. Doch, es wird ein bisschen weniger, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade unsicher. Wo gehen die jetzt hin? Gut gemacht. Ah. Sie haben die Brände unter Kontrolle bekommen und gleichzeitig die Opfer optimal versorgt. Keine nennenswerten Fehler. Es hat alles zusammengepasst. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen.
Ja, wir haben halt ein bisschen zu viel Budget verbraucht. Da hätte man mit weniger auskommen können. Aber sonst... Sachschäden könnte sein, dass es an dem Fahrzeug liegt, was ein bisschen Schaden bekommen hat. Trotzdem, Zeit haben wir 8 Minuten gebraucht, das ist perfekt. Personen haben wir alle, haben wir eigentlich kaum irgendwelche Schäden noch da gehabt. Wenn wir jetzt halt normale Feuerwehrmänner ohne Atemschutz reingeschickt hätten, dann hätten wir halt noch mehr Verletzte gehabt. Aber so kann man das zum Beispiel verhindern. Und jetzt muss ich doch mal ins Hauptmenü gehen. Gucken wir mal. Wenn ich überhaupt ins Hauptmenü komme. Frames gerade 5%. So, also wir haben die Mission beendet offiziell. Hier hängt es immer noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein kleines Stück gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In der Kampagne von Emergency 4. Ich hoffe, euch macht das Projekt Spaß. Also ich finde das Spiel super. Vor allem, ich bin ja beim Roten Kreuz. Also da macht es natürlich sehr viel Spaß, so eine Simulation zu spielen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder bei uns, der bei uns dann in der Gruppe ist, wir alle spielen das. So heimlich ein bisschen. Und dann gucken wir immer, wer am besten ist. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus. Das muss man auch noch sagen. Es gibt einen Multiplayer-Modus, da kann man Koop spielen. Online und ich glaube auch lokal geht. Also lokales Spiel und WLAN geht beides. Macht sehr viel Spaß. Und dann kann man auch noch Mods installieren. Also das Spiel ist sehr modfreundlich. Und da kann man auch seine eigenen Mods draufhauen. Wenn wir gute finden, kann man da bestimmt auch mal einen benutzen. Und sonst in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, falls es euch wirklich Spaß gemacht hat und noch mehr sehen wollt von Emergency 4. Ich spiele das Spiel gerne für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.